Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ich spiele gegen Pilofas mit Sti95. Ja, Pilofas hat mir vor dem Spiel gesagt, dass er auch schon seit einiger Zeit meine YouTube-Videos verfolgt und ich einfach viel inspirierend bin und er vielleicht demnächst auch mit YouTube anfangen will. Er hat allerdings noch nicht groß den Plan, ob er nur Age of Empire 3 macht oder auch die anderen Spiele, die er gerne spielt. Von daher ist er sich dann noch nicht ganz sicher, wie er es machen wird. Auf jeden Fall, wir spielen jetzt halt gegeneinander und okay, Spaß beiseite. Also ich spiele tatsächlich gegen General Pilofas. Ich wollte eigentlich schon vor 2 Jahren mal gegen ihn spielen, hat allerdings irgendwie nicht hingehauen. Ich weiß auch nicht warum. Er ist halt auch wahrscheinlich ziemlich beschäftigt aufgrund seiner großen Abonnentenzahl, will irgendwie alle 10 Sekunden jemand mit ihm spielen und da ist es dann schon mal verständlich, dass er nicht für jeden Zeit hat. Auf jeden Fall, es hat trotzdem geklappt und zufälligerweise auch mit Sti. Das fand ich ja am lustigsten. Also wir haben ihn praktisch irgendwie belagert. Er kam online und zack, waren wir in seinem Game. Und das noch gleichzeitig ohne Absprache. Und ja, jetzt spielen wir gegen ihn. Das Spiel wurde, habe ich aufgenommen, allerdings ohne Kommentar, weil ich mein ansteckbares Mikrofon ans Headset irgendwie nicht gefunden hatte und es so schnell ging und ich konnte jetzt nicht 10 Minuten die warten lassen. Aber jetzt habe ich es wieder und jetzt kommentiere ich einen Teil. Das Spiel hat etwas gelaggt, drum dauert es auch ungefähr 35 Minuten, obwohl in der Uhrzeit im Spiel vielleicht nur so 30 Minuten angezeigt werden. Klassisches Age of Empires Spiel eben. Und wir spielen auf Yucatan, eine Map, die ich eigentlich relativ beschissen finde, ich weiß auch nicht. Also es ist natürlich richtig gut für Seenationen oder wenn du sagst, ich möchte einen Seeboom abziehen und ich wall mich ein und dann gewinne ich irgendwie nach 15 Minuten im Alleingang. Aber sonst für Rush finde ich es eigentlich nicht so toll, weil die Hunts, die sind irgendwie recht überschaubar, auch wenn es doch den Anschein hat, als ob es genauso viele Hunts gibt wie auf Great Plains. Ich bin mir nicht sicher, ob diese exotischen Tiere, die da rumlaufen, genauso viel Nahrung haben wie ein Bison. Aber die Hunts sind auch nicht allzu toll zu hunten, also sie laufen nicht wirklich immer allzu weit. Und ich glaube, sie haben echt weniger Nahrung als ein Bison, also man ist halt echt knapp an Nahrung. Das muss ich auch sagen, weil ich in dem Spiel echt immer Nahrungsprobleme hatte. Ich habe aber auch ein bisschen getrollt. Ich habe jetzt keinen Hausboom gemacht, den hätte ich locker machen können, dann hätte ich das Spiel schon viel eher entscheiden können. Ich wollte aber trotzdem das Holz, was ich am Anfang sammle, einfach für was anderes ausgeben. Naja, im Moment sind wir eigentlich nur am Scouten, Sti und ich, und wir sammeln eben, oder beziehungsweise wir haben, glaube insgesamt nur 1, 2 Schätze eingesammelt. Hier helfe ich ihm, damit er den Münzschatz bekommt. Wir sind beide Briten. Und wir verwenden nicht die See, ich einfach auch aus dem Grund, ich habe noch eine zu niedrige Heimatstadtstufe auf dem Account hier. Auch wenn ich Major schon mittlerweile bin, aber ohne Schunas, also ohne die Karte, bei der die Schifferboote, glaube ich, nur 30 Holz kosten. Ohne diese Karte ist eigentlich ein Seeboom echt schwierig, außer du möchtest, sage ich mal, vielleicht nur 10 Schifferboote parallel zu deiner Landwirtschaft machen, dann ist das vielleicht ganz okay, dann musst du nicht unbedingt eine Karte dafür verschwenden, wenn du eh nur 10 Schifferboote machst. Aber wenn du auf See setzt, muss diese Karte echt drin sein, weil du kannst es halt echt richtig lame machen. Du kannst halt echt ganz schnell die Siedler, die Schifferboote spammen, da brauchst du dir, keine Ahnung, 3, 4 Häfen und dann hast du 40 Schifferboote nach, keine Ahnung, 6, 7 Minuten. Du edgst vielleicht ein bisschen später, aber die Ökonomie ist einfach unbesiegbar. Von daher ist immer auf Wasser zu gehen echt lame. Zumal wenn es gleichklassige Gegner sind und der andere nicht auf Wasser geht. Genau. Also ich edge jetzt und ich will dann auch in Kürze 1, 2 Siedler zu Pilofas gleich vorschicken, weil ich eben schon mal meine Gebäude und was ich da halt jetzt dann so bauen werde, bevor H2 eben bauen möchte. Ach genau, ich hatte schon einen vorgesendet und ich bin auch schon jetzt am Wallen. Wie man richtig wallt, das hat Boba Boo in einem Video erklärt, allerdings auf Englisch. Wichtig ist einfach nur, dass ihr die Wallfragmente nicht streckt und dass das Mittelstück kleinstmöglich ist, dann könnt ihr die Pflöcke auch ohne Probleme löschen und ihr habt keine Lücke zwischen den einzelnen
Y-Fragmenten. Ja, warum macht man das? Vielleicht noch kurz so als Lerninhalt. Wenn ihr das nicht macht und ihr streckt Fragmente so weit wie möglich, dann kann der Gegner ganz einfach den Pflock angreifen und die Fragmente links und rechts neben dem Pflock nehmen den gleichen Schaden. Das heißt, ihr greift einen kleinen Pflock an und macht ein Loch in Größe von 2 Fragmenten und einen Pflock. Das ist natürlich bescheuert, weil dann hat er schon ein Riesenloch mit wenig Aufwand, sage ich mal, bekommen. Und so habt ihr halt, sage ich jetzt mal, mindestens die doppelte Zeit hinter der Mauer, weil das Loch einfach viel kleiner ist. So müsst ihr halt auch, es dauert vielleicht auch ein bisschen länger, den Wall zu bauen, außer man ist vielleicht ein Pro wie Kinesi und dann kann man das irgendwie schon mit Algorithmen selber sich so zusammenlegen. Das weiß die Hand ganz genau, was sie machen muss. Auf jeden Fall, ich wall ihn ein und das Lustige ist, er hat es einfach nicht gemerkt, weil sein Kundschafter bei uns die ganze Zeit rumgelaufen ist und er hat uns ausgescoutet, aber hat einfach nicht gecheckt, was wir oder beziehungsweise was ich da vor seiner Base veranstalte. Genau, also ihr seht schon, meine Wirtschaft ist echt am Arsch. Ich habe 18 Siedler. Normalerweise, als Briten ganz normal spiele, age ich mit 18 Siedler. Und jetzt bin ich hier schon Edge 2 mit 18 Siedler und habe immer noch voll viel Holz und fast keine Siedler. Also das ist eigentlich Selbstmord. Aber nachdem ich ja eh vermutet hatte, dass der Wall mir Zeit bringt, ist das gar nicht mal so schlimm gewesen. So. Ja, ich baue hier einfach ungestört mein Wall weiter. Das Gute war auch, sein Partner hat nicht direkt da zum Beispiel bei ihm gebased, sonst hätte er vielleicht irgendwie gesehen, hey, der Spaß macht doch da einen Wall hin. Nee, so ganz war es nicht. Ich konnte da ungestört bauen, musste vielleicht die Map deshalb auch besser kundschaften, damit eben diese ganzen ungescouteten Bereiche eben weg sind, damit ich meinen Wall überall hinbauen kann. Das ist echt nervig, wenn da irgendwie noch ein kleines ungedecktes Feld ist und ihr könnt dann einfach nicht mehr drauf bauen, das ist alles rot. Ich habe echt voll wenig Siedler, aber ich habe extrem viel Holz und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, hey, du hast voll viel Holz, da kannst du doch dann auch voll die Kasernen spammen. Aber das war eigentlich total dumm, weil Briten brauchen einfach diese enorme Anzahl an Siedler am Anfang. Da hilft auch nicht ein Markt-Upgrade. Man braucht einfach mindestens 25, 30 Siedler, um aus einer oder zwei Kasernen zu spammen. Genau, ihr seht jetzt hier auch jetzt unten, ich hab auch nicht immer geschafft, den Wall perfekt zu machen. Er hatte auch an ein, zwei Stellen eine Lücke. Ich habe die dann versucht, mit einem Pflock auszugleichen, aber das war jetzt nicht allzu schlimm, weil durch eine kleine Lücke kommt eh kaum eine große Menge an Units. Maximal immer nur ein, zwei kommt durch und der Rest steht irgendwie vor dem Wall und weiß nicht, was es tun soll. Stie sieht man jetzt halt hier in der Minimap Base relativ mittig, was man eigentlich normal macht. Ich glaube, Stier hat auch nicht gecheckt, was ich jetzt da gerade mache. Und ich habe halt direkt hinter dem Wall bei ihm oben 3 Kasernen gebaut. Sein Mate, den habe ich jetzt noch überhaupt nicht irgendwie ausgekundschaftet. Auf ESO war es ein Feldwebel. Allerdings hat der Feldwebel, also für Feldwebel-Verhältnisse, relativ viele Units rausgemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das einfach nur daran liegt, dass es Russen sind, weil Russen können natürlich ganz viele Units am Anfang spammen. Also ich glaube, Russen haben auch immer die meiste Unitanzahl. Ihr seht hier gerade eben, dass ich da eben versuche, dieses Loch mit dem Pflock zu schließen, aber ich kann euch nicht beantworten, ob, wenn man jetzt den Pflock wieder angreift, ob die beiden Fragmente links und rechts Schaden nehmen. Das könnte ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich sind sie ja voneinander getrennt. Pilophos startet mit Musketiere, das war auch, was ich vorhatte. Und ja, was Pilophos natürlich als erstes macht, er greift den Turm an, den ich da in seine Eco gepflanzt habe. Ich weiß nicht, das Problem war, also der Wall hätte richtig OP sein können, weil Stier geht auf Langbogen, was er erstmal gut gemacht hat. Aber der Turm war einfach viel zu schnell weg, dass Stier die Range von den Langbogen hätte ausnutzen können und schon mal ein paar Units von Pilophos eben töten können. Also das war einfach, die Positionierung seiner Frontbase war etwas zu weit hinten. Aber wie gesagt, wir hatten überhaupt keine Absprache. Ich glaube, Stier hat selber nicht gewusst, was abgeht und hat einfach mal auf gut Glück Langbogen gemacht. Fand ich auch relativ gut, weil ich wollte eh auf Musketiere gehen. Aber ihr
seht, ich habe 3 Kasernen und ich habe nur 200 Food im Moment. Also das ist totaler Scheiß eigentlich. Also klassischer Age of Empire Moment. Man hat mehr Kasernen, als dass man Units rausbekommt. Ich glaube, 6 Units waren es bei 3 Kasernen. Das ist ein guter Schnitt für die Anzahl an Kasernen. Und deshalb habe ich mir auch Nahrung geschickt. Und ich schicke mir eigentlich nie Nahrung, weil Nahrung schicken brauche ich eigentlich nicht als Brite, weil ich eigentlich immer genug Nahrung habe. Als Brite braucht man immer Nahrung und dann sollte es eigentlich hinhauen, auch ohne Nahrung sich zu schicken. Aber in dem Spiel habe ich es einfach gebraucht, weil ich einfach fast keine Nahrung hatte. Ich habe auch relativ viele Siedler dann auf Gold gehabt, weil ich einfach noch kein Gold-Upgrade hatte und dann habe ich einfach mehr Siedler auf Gold gebraucht. Und was ihr hier seht, die Siedler waren ja eigentlich schon gerettet, sage ich mal. Die waren aus der Range der Musketiere. Ich habe sie dann doch noch mit dem Kundschafter im Handkampf angegriffen. Das heißt, die Siedler wurden langsamer und ich konnte doch noch beide killen. Also das war. Also den Kundschafter, den kann man echt richtig gut einsetzen. Er hat dann auch schon ein Loch in den Wall gemacht, aber das werde ich dann in Kürze auch wieder schließen. Und ich habe eigentlich nicht vor, jetzt das ganze Spiel zu kommentieren. Ich werde jetzt nur, sag ich mal, den größten, den gefährlichsten Kampf für mich, der kommt jetzt gleich, noch kommentieren und dann werde ich einfach Musik hinterlegen, weil durch den Lag hat sich das einiges in die Länge gezogen und da lohnt sich es jetzt nicht viel da noch um den heißen Brei zu reden. Ich habe einfach gewonnen. Fast wurde besiegt. So kann man das ganz normal runter reduzieren. Pylophas hatte allerdings auch noch Wirtschaft auf dem See, drum hat er doch noch immer relativ viele Units rausbekommen, weil er doch von Sti ordentlich unter Druck gesetzt wurde. Aber wenn man natürlich die Wirtschaft auf dem Meer hat, sage ich mal, dann ist es nicht so schlimm, was auf dem Land passiert. So, ihr habt auch gesehen, sein Russe, nicht sein Russe, sondern sein Partner, hat doch einige Militäreinheiten. Und es sind eigentlich die ganze Zeit nur Counter-Einheiten gegen meine Musketiere. Relativ viele Strelitzen. Drum bin ich mit meinen Musketieren erstmal kurz zurückgegangen. Aber dann, als meine, keine Ahnung, wie viele Musketiere das jetzt sind, konnte ich dann doch angreifen. Ich bin sofort in den Handkampf mit allen, weil Musketiere im Handkampf gegen Strelitzen. Zum einen, die Strelitzen gehen dann auch automatisch in den Handkampf. Das heißt, meine Musketiere besiegen die Strelitzen leichter und ich muss nicht Schaden durch Schießen der Strelitzen erleiden. Also rechts waren dann doch einige Strelitzen noch da. Aber dadurch, dass also meine Hauptmusketier kaum Schaden bekommen hat, konnte ich dann doch das gut abwehren. Sti hat in der Zwischenzeit weiter Pylophas unter Druck gesetzt, fand ich echt gut. Sti hat so sein eigenes Ding gemacht und hat mir dadurch eigentlich echt gut geholfen. Auch wenn ich jetzt halt in dem Kampf hier ein bisschen alleine auf mich gestellt war, aber das habe ich dann doch gut gemacht. Zumal der Wall einfach Pylophas davon gehindert hat, jetzt zu mir durchzukommen. Ich will einfach wissen, ich hoffe, er lädt so. Ich will wissen, wie er das Ganze kommentiert. Oder was auch seine Community dazu schreibt. Ich habe jetzt doch nicht die größte Community und davon sind auch einige Engländer oder Spanier oder Brasilianer. Aber ich will einfach mal wissen, was so die Leute dazu sagen, dass ich Pelio-Fass eingeweiht habe. Naja, wie auch immer, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim weiteren Video und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bombs that stand in the way of my own.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through.
Switch it out with your best friends. 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 Switch it out with your best test.